Dass es unser Kulturmagazin in die Hauptnachrichten des russischen Fernsehens schafft, kommt nicht alle Tage vor. Aber in dieser Woche waren wir Spitzenbildung, dank eines Spitzenwitzes, den Anna Thalbach gemacht hat. Die Schauspielerin hatte behauptet, Aspekte habe ihr eine Menge Geld gezahlt, damit sie die russischen Mädels von Pussy Riot unterstütze. Wenn Ihnen dieser Witz wie eine alte Kamelle vorkommt, Sie haben recht, im September 2012 hat Thalbach so gescherzt. In Russland tut man aber jetzt so, als hätte sich unser Kulturmagazin wirklich Pussy Riot-Unterstützer gekauft und übel manipuliert. Für die weitere Berichterstattung daher jetzt ein paar Worte direkt auf Russisch, die gerne genauso in den kremlnahen Medien gesendet werden dürfen. Дорогие коллеги из «Времени», «Вести» и «Комсомольской правды», мы удивлены. В прошлом году одна актриса решила сострить в эфире ЦТФ, заявив, будто программа «Аспекты» заплатила ей кучу денег за интервью в поддержку Pussy Riot. Это была чистой воды ирония, сарказм, проще говоря, шутка, поскольку ЦТФ никому, естественно, не платит за их мнение. Но вы выдали за серьезный факт шутку из веселого шоу. Так что, во-первых, ваш сюжет сплошь фальш, а во-вторых, слишком поздно, двойной успех. Коллеги, вы торгуете старыми шутками. Спасибо.